Aber wahrscheinlich ist das hier die Nonplusultra. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kjeldvis Männer. Sie nagen in jedem freien Fleckchen Land wie Hunde an einem Knochen. Selbst wenn du halb tot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Weniger Segel! Nieder! Das sprach zwei Füße! Wir kämpfen! Oden! Guck mal, was außen da... Bleibt wachsam, hört ihr? So wie vor! Hier die Augen! Wir sollten abhauen! Was? Nein, das ist nun noch nicht. Wir sollten abhauen. Das stimmt, schöne Sache. Wo war es jetzt schon? Und ein? Nimm das! Erinnerst du dich an Bragis Doppelstoß? Rolle für den Schatz. Dann ist fein. Wie wär's denn, wenn wir die Hütte hier wieder brennen? Aber erst, wenn ich sie geplündert habe. Guten Tag. Ich bin von Umzugshilfe. Ich muss leider hier runter. Ein Knochenbeißer. Nach dem Tod. Aufzug abgeschlossen. Die wichtigsten Schätze wurden eingesammelt. Setze die Sicht und die Rahmenperspektive ein, um sicherzustellen. Ja. Moment. Wir haben eine neue Waffe gefunden. Die würde ich dann fast mal auf die Nehmen machen. Das ist in der Fall nach oben. Dass wir es verbessern können, ne? Ja. So, gehen wir auslösen mit 54. Oh, zwei Hand. Uiuiui. Hä? Muss in der Haupthand ausgelöst werden. Ja, welche du suchen machst, weil die mehr Schaden macht. Ich glaube, das ist eine lange Axt, ne? Eine Dänenachs, ausrüsten. Jetzt, achso, okay. Wie ist denn das jetzt? Markiert. warte mal, noch mal eben gucken. Wir haben jetzt einen... Wir haben eine Charisma-Stufe, haben wir auch. Wir machen hier jetzt 52 im Nahkampf. Mit 69. Und wenn ich jetzt die ausrüste und die ausrüste, hier. Okay, das nervt, dass ich hier rübergehen muss. Und wir 52 im Nahkampf. Komm schon, 2,5. Also jetzt. Also ich werde nicht mehr, weil ich hoch bin. Aber auch 2,50. Wie war das jetzt mit dem. Ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt. Mist, ich muss einmal ganz kurz. Datenbank Tutorials mit zwei Hand. Wie sich da der Schaden verhält. Ich habe das vorhin nur so im Vorbeisehen. Vorbeigehen gelesen. Fortgeschrittener Kampf, beidhändige Waffen. Ja, Haupt- als auch Nebenhand, beliebige Nahkampfwaffe. Wenn du zwei Waffen führst, kannst du Spezialangriffe ausführen, die allerdings Ausdauer verbrauchen, indem du L1 gedrückt hältst. Es gibt verschiedene Angriffsstile, also probiere unterschiedliche Waffen aus. Gilt als Hauptwaffe und definiert deinen Kampfstil. Du kannst ihn dann nur als Angriffswaffe nutzen und nicht zur Verteidigung. Aber hier steht nicht, wie sich das mit dem Schaden verhält.
sag mal, 54 und 46. Also die Betäubung. Die hat 69. Wo hätten wir dann 54? Ja komm, ich lass die mal ausgerüstet. Wenn ich die verbessere, hätte die dann 75. Die hätte 60. Laufstark wäre die. Jetzt bin ich ein bisschen verunsichert. Wunderbar. Das ist alles Raben. Das ist ein Bär. Das ist ein Bär. Jetzt bin ich verunsichert. Hiermit hätte ich dann 69 im Angriff. Hiermit hätte ich dann aber 54, 46. Ach komm. Was soll schon passieren? Ne? Also, geht's weiter. Was siehst du da oben, Sühnen? Ich mache alle Markierungen. Ich schätze. Und zwar nicht wenige. Mein allererster Linie interessiert mich, was geht. Eisen. Da steht noch einer und glotzt. Hier ein bisschen Eisen. Dann kann ich gerade auf dieser kleinen Himmelinsel sehen. Ich weide dich aus. Was? Ich weise dich ein. Wo rein denn? Auf den Freund. Und noch ein bisschen Eisen. Direkt schon unseren ersten Hauptzug gemacht. Das hier wird niederbrennen. Ich sehe hier immer noch keine Flammen lodern, Freunde. Das geht so nicht. Hey, warte! Oh, du gehörst Odin! Okay, das und dann war's das schon. Okay, das Fell. Nichts dabei. Was sind hier brennen? Zumindest die Schale und Meridian. Was ist denn jetzt? Da. Hier noch irgendwo gehen. Hey! Wieder her! Und wo sind meine Leute? Hat die schon Mittag? Oder hat die Gewerkschaftspause? Oder was? Die sind schon wieder zurück. Alles klar. Und dann respawnen einfach irgendwelche Feinde. Einer. Mitnehmen hier und weiter geht's in die Fahrt. Okay, tschüss, danke. Ja, Kommando übernehmen. Hey! Hey! Oh, schwer für dich. Hallo. Ich war schon jetzt drin, was ist mit dir? Segel setzen! Ja, hm? Das
Wir sind jetzt da, das haben wir erledigt. Wir müssen, oha, ganz da hinten hin. Mach mal hier eine Markierung. Rastloser und brutaler als zuvor. Überrascht dich das? Dieser Krieg tobt schon seit 3 Generationen. Warum sollte er jetzt nachlassen? Du brennst so vor Hass auf diesen Mann, Wolfsmal. Ich könnte mir die Eier dran wärmen. Wären dir ein paar Robbenfellhosen nicht lieber? Gib nur 8, Eivor. So viel Hass macht einen unvorsichtig. Was er deinem Vater antat, hat auch uns getroffen. Du stehst in diesem Kampf nicht allein. Na, also die Vieh sind auch gut. Sag mal. Ich glaube, unser Zuhause gibt es eventuell. Ich habe da so einen Verdacht. König Styrbjörn wird zornig sein, dass du gegen seinen Willen aufgebrochen bist. Natürlich wird er das. Und du bist gar nicht besorgt deswegen? Ich sorge mich nur, dass unser König erst erkennt, dass ich recht habe, wenn es zu spät ist. Was ist mit Sigurd? Was würde er sagen? Wäre Sigurd hier, säße er neben dir, würde das Blut von seiner Axt wischen und in den Wind lächeln. Ich sollte nicht zu lange in diesem Eisbad bleiben. Wir versuchen. So, ob ich schon mal reinkommt. Zu Eis. Gar nichts anscheinend. Mir ist nichts Wichtiges. Okay. So, Segel setzen. Segel hoch! Dann sind wir schon fast gewohnt. Ist das nicht toll? Ich habe das Gefühl, wie viele Minuten wir haben. Ich schmecke mich die Seite nicht. Das kratzt ein bisschen. Und was wirst du unserem König von diesem Missgeschick erzählen? Nur die Wahrheit. Wir griffen Kjötvis Feste an, töteten seine Männer und schwächten seinen Einfluss hier. Erwähnst du auch, dass du deine Mannschaft verloren hast und fast als Trell verkauft wurdest? Wird das auch Teil deiner Sage? Sollte es ein Skalde wagen, diesen Vers zu singen, so wird es sein letzter sein. Okay. Segelraffen! Anliegen. Hier halten! Die Nährerin der Raben kehrt zurück. Und nicht mal halb tot. Du siehst aus wie Cassandra. Aber original. Wir dachten, wir hätten dich verloren, Eivor. Diesmal wirklich.
Wie immer ein herzliches Willkommen, Randvi. Du siehst wie Schlachtvieh aus. Was ist passiert? Nichts, was der Rede wert wäre. Außer, dass die Männer, die uns aufgehalten haben, tot sind. Und wie geht es dir? Es geht. Obwohl ich viele Tage damit verbracht habe, den Zorn unseres Königs zu mildern. Er ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Das habe ich erwartet. Und Sigurd? Ist er von seinen Raubzügen zurück? Er sollte heute zurückkommen. Zuletzt hörten wir, er nähere sich Stavanger. Schön zu hören. Wir brauchen seinen Mut. Sigurd wird dich nicht vor dem Zorn seines Vaters retten, Eivor. Das solltest du inzwischen wissen. Verlief dein Raubzug nicht wie geplant? Pläne erfüllen sich selten. Aber wir töteten viele von Kjotvis Kriegern. Und ich fand dies. Die Axt meines Vaters unter den Toten. Ah, nach so vielen Jahren. Du solltest sie zu Gunnar bringen. Er macht sie wieder scharf. Eine gute Idee. Nachdem ich beim König war. Davon rate ich ab. Vorerst. Er trifft sich mit einem Boten aus dem Norden. Ich kann warten. Wenn's sein muss, ja. Ein Schatten liegt auf dir. Stimmt etwas nicht? Nach 17 Wintern die Axt meines Vaters zu sehen, hat mich etwas aufgewühlt. Ein Gefühl, das ich nicht mehr hatte, seit er getötet wurde. Seit ich das hier erhielt. Erinnerungen vergangener Qualen. Trauer und Schmerz. Ich sollte mit Valka sprechen. Vielleicht bringt sie Ordnung in meine Gefühle. Nimm dir Zeit, um erstmal anzukommen. Wir sehen uns beim Langhaus. Ich glaube, du bist abgestumpft, Eivor. Wie diese Axt. Vielleicht kann dir Gunnar bei beidem helfen. Ich lasse es dich wissen. Beidem. Quest abgeschlossen durch ihre Gebündeln. Questlog und eine Quest. Mehrere Quests angelegt. Okay. Familie angelegt. Hey, Questlog. Im Questlog kannst du deinen Fortschritt bei aktiven Quests und in den verschiedenen Gebieten verfolgen. Ja, weiß ich. Im Laufe deines Abenteuers werden Gebiete und ihre Quests angezeigt. Wenn eine Quest verfolgt wird, werden Informationen dazu. Ja, das ist ja Standard, ne? So, Kapitel. Teil von Schlacht um die Nordwege. Kapitel 2. Albert kehrt heim, um sich den Zorn ihres Zielvaters zu stellen. Begib dich zu Valkas Hütte. Okay. Wollen wir beides machen? Ich würde das erstmal verfolgen. Ach, was heißt? Ah, der Fertigkeit im PD. Das weiß ich an der Zahl. Was ist das hier? Leichter angeschaut. Ja, wir sind auf 4 Millionen. Hier ist schon mal. Mehr Gesundheit klingt schon mal. Verlocken oder nicht? Machen wir mal. Ein bisschen mehr. Was hat? Fähigkeiten schaden? Keine Fähigkeiten. Eine Fähigkeit? Ist das eine Fähigkeit? Nahkampffähigkeit? Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, oder? Was sind denn hier Fähigkeiten? Welches haben? Nahkampf, Leichtangriff schaden. Ausweichen. Plus 4,2 in Ausweichen. In den Rücken fallen. Wenn du den Rücken deines Gegners triffst, richtest du mehr Verteidigungsschaden an. Riesiges Taumeln. Gift. Okay. Fähigkeitenschaden. Wir haben keine Fähigkeiten. Das sehe ich gerade. Dann schleichen wir da jetzt auch mal weiter. Hier. Nahkampfwiderstand, also ein bisschen außerhalb. Oder wir nehmen jetzt schon mal Schleichen. Ich hoffe, wir können alles erhöhen. Was ist das? Weg des Wolfs. Verleiht allen Ausrüstungsstücken, die zu Wölfen passen. Ein Bonus. Okay. Wolf, Rabe und was kommt hier? Gar nichts. Hier, oben, Bär. Nichts Bär. Also wir können bunt gemischt machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, wie gesagt, wir können. Ich weiß nicht, ob es ein Level Cap gibt. Kann das irgendwo leider nicht.
Stampfen, drücke R3, wenn ein Gegner zu Boden fällt, um auf sein Gesicht zu treten. Böse. Ein nur der Anfang. Also wir können alles zurücksetzen später, ne? So ist es nicht. Wir können ja erstmal. Es geht, wie wir lustig sind. Dann mache ich erstmal Nahkampfwiderstand. Wir haben jetzt schon Stärke 5. Da gehen wir über die Katze hier. Hilf mir. Sei meine Augen. Ah ja. Ach, jetzt schießt er. Was ist das hier? Hier kann ich wuseln, wenn du willst. Wie geht das? Zeige mir. Hast du Lust auf eine Runde, Erlök? Erlök. Zwei Spieler Segnungen der Götter heraufbeschwören. Mir fehlt das Klappern der Würfel. Ja, Erlök. Wollen wir? Ja, hau rein. Fangen wir an. Also gut, fangen wir an. Ja, hab ich das mal gesagt. Was muss ich tun? Spielregeln. Erlök ist ein Würfelspiel, bei dem zwei Spieler Göttersegnungen heraufbeschwören. Der Spieler, der die Gesundheit des Gegners zuerst auf 0 senkt, gewinnt. Jede Runde besteht aus 3 Phasen. Würfelphase. Spieler werfen ihre Würfel mit verschiedenen Effekten, wie beispielsweise Angriff, Blocken oder Marken, mit denen Göttersegnungen heraufbeschworen werden können. Göttersegnungsphase. Spieler können ihre Mutmarken den Göttern opfern, um eine Göttersegnung heraufzubeschwören. Göttersegnungen sind mächtige Effekte, die den Ausgang einer Runde oder sogar des Spiels beeinflussen können. Und Auflösungsphase. Die Würfelseiten beider Spieler werden gegeneinander ausgespielt. Schaden wird verursacht oder geblockt. Marken werden erhalten oder gestohlen. Die Runden werden so lange weitergespielt, bis die Gesundheit eines Spielers auf 0 sinkt. Okay. Kopf oder Zahl? Oder Zahl. Oh. Geht schon gut los. Okay. Würfelphase. Am Anfang einer jeden Runde würfeln dein Gegner und du abwechselnd. Du kannst bis zu 3-mal würfeln. Nach jedem Wurf kannst du entscheiden, welche Würfel du behalten und welche du erneut werfen musst. Okay. Nicht schlecht. Oha. Würfelseiten. Ein Schaden, ein Block. Der blockt einen Axtangriff. Der macht einen Pfeilschaden. Der Schild blockt ihn ab. Ein Silo stehlen, eins erhalten. Wir haben 1, 2, 3 Schaden. Ein stehlen, ein Axt, ein Blocken. Würfel zum Behalten auswählen. Also die. Spiel den Gegner ein Silo. Okay, das behalte ich. Ein Pfeil und macht 2 rein. Okay, er hat 2 davon. Dann will ich den behalten. Und den behalten. Ich weiß nicht, warum der Gold umhandelt ist. Was bringen denn die Gold umhandelten? War das irgendwie ein Mehrwert? Ach so. Der kann 2 Siegel stehlen. Ich 1. Er hat keinen Axtangriff. Gehen wir zurück vielleicht.
was Vernünftiges draus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das funktioniert. Segnungsphase. Segnungsphase. In dieser Phase kannst du eine Göttersegnung heraufbeschwören. Sie werden nach Priorität heraufbeschworen. Wenn eine Göttersegnung heraufbeschworen wird, wird die geopfert und der Segnungseffekt freigegeben. Die meisten Göttersegnungen werden vor der Auflösungsphase heraufbeschworen, nachdem sich beide Spieler entschieden haben. Einige, bei denen dies ausdrücklich angezeigt wird, werden jedoch nach der Auflösungsphase heraufbeschworen. Tipp, falls ein Spieler nicht über ausreichend für die Opfergabe verfügt, wenn die gewählte Göttersegnung heraufbeschworen wird, wird ihr Effekt nicht freigegeben. Dies kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Mhm. Eine Göttersegnung zum Ausbeschwören wählen oder überspringen. Was? Was denn für eine Göttersegnung? Die hier? Kostet mich 4, verursacht 2 Schaden, 8. Thors Schlag. 1, 2, 3, 4. Ich hab so ein Ding gar nicht. Kann ich das denn auswählen? So, okay, und jetzt? Eine Opfergabe mit X auswählen und überspringen. Priorität 6. Ich kann hier aber nicht hin und her schalten. Genau, ich nehme 4. Ach, wahrscheinlich, wenn ich nicht genug habe. Ich hätte doch noch einen klauen können. In dieser Phase werden die Würfeleffekte der Reihe nach ausgeführt. Jede nimmt eine Marke. Werden in direkten, ungeblockten Schaden umgewandelt. Der Spieler, der zuerst gewürfelt hat, greift zuerst an. Spielt eine Marke. Und der klaut mir gleich 2 Marken. Das ist gut. Genug Marken für die Opfergabe. Jetzt habe ich noch 3. Aber er hat schon voll viele hier in den Spacken. Okay, nur den und den. Die werden erstmal weg. Und er macht 3 Angriffe, Alter. Einen davon kann ich blocken. Oha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, der macht gleich richtig Schaden bei mir. Oder? Der hält mich am Arsch. Okay, ich habe 5 Schaden. Dafür würde ich dann 5 Siegel nehmen. Ja, 8 Siegel. Ja, so, er hat einen Pfeil. Das heißt, ich habe hier einmal den und einmal den. Das muss auf alle Fälle auch ein bisschen Schaden machen. Okay? Oha. Oh nein. Das sollte reichen. Fuck you. Das ist ein interessanter Spiel. Uff, der klaut mir 2 Siegel. Ich habe auch nur noch 2. Schön. Okay, er hat nichts zu blocken bis jetzt. 3 könnte ich damit machen und... Ja, komm, ich hau drauf.